Trend zum Baustoff Holz ist seit einigen Jahren stark im Steigen. In jüngster Zeit wird der nachwachsende Rohstoff auch bei öffentlichen Gebäuden als wirtschaftlich erkannt. Neben der hohen regionalen Wertschöpfung hat das Raumklima positive Auswirkungen auf die Menschen, die sich in den Räumen aufhalten. In der Flachgauer Gemeinde Hallwang wurde schon im Jahr 2017 die Volksschule aus Holz gebaut. Die guten Erfahrungen veranlassten den notwendigen Neubau des Kindergartens ebenfalls aus Holz zu bauen. Die Vorteile der Holzbauweise liegen auf der Hand, wie Holzbauer Thomas Hartl zu berichten weiß. Ja, der Riesenvorteil ist die hohe Vorfertigungsgrad, die schnelle Bauzeit. Und die Trockenheit der Baustelle im Grunde. Also man braucht keine Austrocknungszeiten, man kann dann gleich Fenster einsetzen, Richtung Estrich G installieren. Das ist der große Vorteil im Holzbau. Rund 8,5 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde den Neubau für den Nachwuchs kosten. Gemeinsam mit der Volksschule entsteht so ein Ensemble aus Holz für rund 500 Kinder. Knapp die Hälfte davon zieht in den neuen Kindergarten ein. Es entstehen Kleinstkinder, alterserweiterte und Kindergartengruppen. Für Bürgermeister Johannes Ebner war von vornherein klar, dass aufgrund der guten Erfahrungen in Holz gebaut wird. Wir haben mit Holz die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben unsere Volksschule 2017 eröffnet, haben jetzt sozusagen 5 Jahre Erfahrung jetzt bereits mit dem Betrieb der Volksschule. Wir merken, wie es den Kindern taugt. Wir merken, wie es den Lehrern taugt. Wir merken auch in der Baustellenabwicklung, welchen hohen Vorfertigungsgrad der Baustoff Holz hat. Dieses ganze Gebäude, und es ist ein großes Gebäude, ist in 4 Wochen, kann man sagen, gestanden. Es ist ein heimischer Rohstoff, es ist heimelig, die Kinder fühlen sich wohl darin und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Wald ist einer der größten CO2-Speicher und schützt weltweit das Klima. In Salzburg ist mehr als die Hälfte der Landesfläche Wald. 60% davon wird durch private Waldbesitzer nachhaltig bewirtschaftet und 40% durch die Bundesforste. Derzeit ist es so, dass mehr Holz nachwächst, als verbraucht wird. Deshalb braucht man sich auch keine Sorgen darüber zu machen, wenn der Holzbau in rasantem Tempo voranschreitet. Das freut natürlich den Landesinnungsmeister für Holzbau Fritz Ecker. Nein, ich glaube, Sorgen brauchen wir uns für den Rohstoff Holz nicht machen. Ich bin kein Vielflieger, aber jeder, der was bei uns einmal drüber fliegt, über unsere Gegend, sieht, wie viel Wald in Österreich nachwächst. Und wir nutzen im Moment wesentlich weniger Holz aus unseren Wäldern, als wie täglich nachwächst. Das heißt, da sind noch freie Kapazitäten da. Und Studien haben ergeben, eigentlich könnte man fast den ganzen Hochbau in Österreich mit den Holz bauen, das bei uns in Österreich heimisch nachwächst. Rund 4 Wochen wurden benötigt, um den Rohbau des Kindergartens fertigzustellen. Grund dafür ist der extrem hohe Vorfertigungsgrad des Holzbauers. Für Planung und Produktion wurden knapp 6 Monate aufgewendet. Die Rohstoffe stammen zum Großteil aus der Region, wie zum Beispiel die Leimbinder. Die sind aus Abtenau. Rund 30 Gebäude im öffentlichen Bereich werden bereits jährlich in Holz realisiert. Und Salzburgs Wälder liefern dafür den nötigen Rohstoff.